Rachel. Ich muss dich ausschalten. Worauf wartest du noch? Es musste so sein. Hoch jetzt, Sergeant Kay. Die Dinger sind nicht blöd. Die haben den Schuss gehört. Wir müssen verschwinden. Sie auch, Colonel. Wir müssen los. Leb wohl, Rach. Ich werde dich immer lieben. Siehst du, was ich sehe? Das besteht alles aus Kokons. Tausenden davon. Legen wir den Sprengstoff dort. Verbrennen sie. Shit, die Schlitten. Wir müssen hier weg. Schnell. Okay, aufgepasst. Wir haben viel eingesteckt. Brüder verloren. Wir haben Rachel verloren. Aber jetzt wird's Zeit, uns zu rächen. Wir bringen überall an den Gebilden Sprengstoff an und benutzen dann die Fernzündung. Sobald das Zeug hochgeht, machen wir, dass wir wegkommen. Mit etwas Glück rösten wir nicht nur ein paar Vampire, sondern lenken auch welche ab. Salim, bereit? Oh ja. Okay, dann lassen wir es krachen. Okay. Wer platziert das Dynamit? Na, scheiß drauf. Ich mach's. Du spinnst. Wir machen's zusammen. Nee, die sehen uns, wenn noch mehr von uns da unten sind. Nimm den Zünder, falls ich es nicht schaffe. Nick! Hör zu. Falls ich es nicht schaffe, musst du die Dinger hochjagen. Aber ja, nicht zu früh dann rumfummeln. Du bleibst immer in Funkkontakt, klar? Und wenn ich keinen Empfang habe? Gebe ich ein Leuchtsignal. Wenn du das siehst, drückst du den Zünder. Sei schnell und vorsichtig. Verstanden, Kumpel? Da ist einer vor ihm. Links von ihm. Nick, die Kokons vor dir brechen auf. Mach schneller, Mann! Erste Ladung platziert. Over. Wo lang? Links, rechts. Los!
Ist das krass. Wird langsam brenzlig da unten, Bruder. Lass den Rest vom Sprengstoff liegen und komm zurück. Seh dir das an. Der Jackpot. Das ist zu weit. Ich versuche es. Einfach. Oh nein. Oh nein. Was ist denn? Es sind zu viele. Die töten ihn. Oh, Herr im Himmel. Halt. Was bringt es, ihn zu warnen? Es gibt keinen Ausweg. Hey, wie sieht's da oben aus? Du weißt, er schafft es nicht. Lass ihn seine Arbeit tun. Er wird das Ende nicht kommen sehen. Alles fein, Nick. Du kannst los. Höre ich gern. Platziere Sprengstoff. Sprengstoff platziert. Zeit zu gehen. Ist es Nick? Er lebt. Nick, was ist deine Position? Bin 200 Meter vorm Ausgang. Kurs 320. Bin verletzt. Ich brauche
Hilfe. Ich hab dich! Weg hier! Zur Hölle ist Salim. Der Sprengstoff hat's echt gebracht. Sieht aus, als ob hier gleich alles einstürzt. Salim! Er lebt noch! Salim, komm schon. Hörst du mich? Weg. Der Mann gehört nicht zu uns. Ich gehe. Salim gehört zu uns. Marines lassen niemanden zurück. Hörst du mich, Salim? Falls ich es nicht schaffe, sag meinem Sohn, ich habe alles versucht. Sag's ihm selbst. Ich komm dich holen. Hast du das Ding gerade ernsthaft zu mir geschmissen? Hab ich. Verschwinden wir. Thank you.
Die paar Fledermäuse schaffen dich nicht. Oh Mann, das war so verdammt unglaublich. Die haben uns überrannt, aber Salim und ich sind durch sie durch wie beim letzten Touchdown des verdammten Super Bowl. Hört zu, wir sind noch nicht in Sicherheit. Aber ihr, so wie ihr seid die Besten. Ach was, die Besten der Besten. Wir schaffen's nach Hause. Hurra! Hurra? Hurra! Siehst du etwas? War sie erledigt. Hätte ich sie doch nie hergebracht. Noch bei mir, Kumpel? Hier sind zwei lebende Marines, die verdammt gern nach Hause wollen. Dropkick an Coyote 2. Funkcheck, over.
vorbereitet. Ankunft in 5 Stunden. Warten. Over. Verstärkung ist unterwegs. Wir haben sie besiegt. Dieser Frieden ist so still. Ob die Hirten wohl noch hier sind? Ich hab Lust auf ein Bier. Mann, welch ein Anblick. Ganz schön zugerichtet. Das darf doch wohl nicht wahr sein! Wir müssen nur durchhalten. Das ist viel zu lang. Beschwer dich doch beim Mond. Sie dringen hier ein. Zünden. Wir halten sie auf. Es war mir eine Freude. Thank you.
Ich muss zu meinem Sohn. Ein Souvenir. Salim, warte. Viel Glück, Bruder. Sag Zane herzlichen Glückwunsch von mir. Danke, Jason. Leb wohl, mein Freund. Bloß schnell hier raus. Die jetzt noch stehen, die standen frei, und diese fielen frei. Nicht schlecht. Einige Schützlinge kehrten ans Licht zurück, andere blieben in der Dunkelheit. Überleben hat oft einen hohen Preis. Einen Preis, den manchmal andere zahlen müssen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, vielleicht. Wähle ich nächstes Mal eine etwas wohligere Geschichte. So wohlig, dass Sie nachts noch schön durchschlafen können. Doch was er auch sein wird, der Abschied wird Ihnen schwer fallen. Bis zum nächsten Mal. Sie kennen den Ausgang. Und sieht scheiße aus. Ich habe einen Nachtflug hinter mir. Was denkst du denn? Guter Flug? Scheiß Film, scheiß Essen, null Beinfreiheit. Musstest hinten sitzen? Neben den Klos. Schön. Der Kaffee war nicht übel. Echt leckere Muffin. Bericht gelesen? Auf dem Flug.
Wie läuft es mit dem Analyseteam? Das ISG-Team erlitt Verluste, aber es war kein totaler Reinfall. Mussten nur ein paar vom Boden aufkratzen. Die Ärmsten. Und die Kreaturen? Sowas haben wir noch nie gesehen. Kolchak Jason, First Lieutenant, Marine Force Recon. Beste der Besten, was? So wird er angepriesen. Fuck! Wie oft soll ich Ihnen diese Geschichte denn noch erzählen? Ich verstehe. Aber Sancom ist besorgt wegen der Normarbeit. Welche? Die ganze Mission war nicht normal. Warum haben Sie sich denn mit dem Feind verbündet? Sie waren nicht da. Die haben uns massakriert. Mir war es scheißegal, wer es war. Wir brauchten jede Unterstützung. Ich bin durch die Hölle gegangen, um Salim zu helfen. Der Mann war 5 von ihrer Sorte wert. Semper Viehscheiße nochmal! Und Rachel King? Wollen Sie auch die blutigen Details? Ich will alle Details. Ich schlag vor, Sie gehen selbst da runter und sehen sich um. Dann reden wir. Falls Sie überleben. Sie haben sich mit einem irakischen Soldaten verbündet? Republikanische Garde, falls man es glauben kann. Muss ja schwer Eindruck auf Kolchak gemacht haben, wenn er ihn gerettet hat. Bin gespannt, ihn zu treffen. Pech gehabt. Er ist weg. Was soll das heißen? Ist abgehauen, bevor das EVAC-Team aufkreuzte. Ist vielleicht schon über die Grenze. Gerissener Mistkerl. Warum wollte Kolchak wohl seine Hilfe? Das Analyseteam sichert noch Proben am Ort des Geschehens. Es war ein Gemetzel. Sie hatten Dynamit? Wir wissen nicht, woher sie es hatten. Nein. Schluss jetzt. Ich hab's schon gesagt. Es war eine Stadt, eine ganze Stadt voll mit den Dingern! Da waren Kokons. Tausende von den Dingern. Wie viele der Organismen lebten dort noch? Zu viele. Ich hoffe bloß, dass sie alle verbrannt sind. Das ist ja wie damals mit Winterfold. Aha. Ah, und hier ist Colonel Eric King, unser Genie vom Dienst. Mit sowas hat er wohl nicht gerechnet. Vergessen Sie alles, was Sie über Biologie wissen. Die Wesen sind hochentwickelt. Sie sind stärker als wir, intelligenter als wir. Wenn Sie der Lage Herr werden wollen, sollten Sie mich besser ernst nehmen. Niemand von uns zweifelt am Ernst der Situation, Colonel. Schließlich hat fast niemand aus Ihrem Team überlebt. Und damit muss ich leben. Sprechen wir über Kalos. Sie war infiziert. Ihr Team war gezwungen, sie zu... Der Parasit? Wurde entfernt. Kennst du ihr Profil? Ja. Sie hat's weit gebracht. Wenn das nicht passiert wäre... Bleibt es bei nächsten Sonntag? Janet macht Feuertopf. Na klar bleibt es dabei. An den Job werde ich mich nie gewöhnen. Warum solltest du? Zumindest war es örtlich begrenzt. Ja, dieses Mal. Also, was hältst du von all dem? Das ist unwichtig. Es ist nur wichtig, den Informationsfluss zu kontrollieren. Die Weltöffentlichkeit wird nie davon erfahren. You want to know what it means to be a killer? Think of the most profound thing you've ever done. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you?